Für den Aufstieg würde schon ein Unentschieden reichen, aber jetzt will man auf den Sieg. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Kagawa. Und diese Flanke. Ah. Den hat er gut. Oh. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf. Abgefälscht. Tatsache. Ja. Wir drängen mal den Tormann. Am Feuer. Nein! Ja, genau. Cool. Naja gut, aber es war auch, glaube ich, Hummels, also es ist nicht der mega Offensivspieler. Ja, geh ran. James Milner. Papastathopoulos. Ja, da muss die Abwehr. Oh, pfeift da eher, ey. Ich dachte, das geht sogar aus, weil ich gleich direkt versucht habe, ne? Ganz knifflig diese Abseitsentscheidung. Wir brauchen 3, 4 Bonus, um das auflösen zu können. What the fuck? Toll, was macht denn der? Verstehen die, warum die den Ball durchlassen? Was? Klischee. Borussia Dortmund, das ist eine Mannschaft, die zeichnet sich aus durch leidenschaftlichen Einsatz, durch viel Laufen und durch absolute Kampfbereitschaft. Für mich der Knaller bei BVB, die Südtribüne. Lol, das hat er. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Oh, nicht. Foul. Ja, diesen nice. Schiri kennen wir. Der gibt ganz. Ah, er hat noch eine Karte, sehr schön. Immer gut, wenn er schon in einer Kompanie sogar ist, ein Verteidiger. Das ist gut, ja. So hat er von Beginn an alles im Kopf. Ja, müssen wir kurz. Kagawa. Mkhitaryan. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Mann! Ja! Hat noch einen Pfosten geleckt. Der ist noch Pfosten. Fucking shit. Ich hab echt gechippt oder geschlänzt. Ja, ich dachte auch, dass ich. Oh, das ist abseits, hör auf zum Laufen. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Es wäre zwar eine gute Tormöglichkeit geworden, aber klarer kann man nicht im Abseits stehen. James Milner. Kagawa. Aubameyang. Hm. Ja, aber gut, bevor es jetzt nicht die mega Flankenposition ist, ich glaube nicht, dass der das so gut kann. Sieht nicht so aus. Ja, haben wir. Mal vor. Touré. Na. Was macht denn der andere da? Der rennt ins Tor, ey. Das ist abseits gewesen. Ich weiß gar nicht, er wäre schon außen Feld gewesen eigentlich, ne? Ja, aber trotzdem. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das zählt als Abseits. Sind 2 durchgesetzt. Ja, er spielt den Ball nach draußen. Abseits. Er ist abseits. Zu früh gestartet. Aber Vorteil lassen können eventuell, aber. Mhm. Mal außen lang. Ich versuch. Na, das war zu lang. Jovetic. Na lol, wie kann er den Ball bitte spielen? Er schlägt durch meinen Spieler durch, oder was? Toll, kein Fall. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Ha, verletzt. Das war eigentlich, wollte ich eigentlich Ball spielen. Gündogan. Ein weiter Pass, er sucht Aubameyang. Ah, scheiße! Dann nimmt er mir den Ball ab. Sorry.
Nee, ich dachte, ich... Lol. Ballannahme mangelhaft, Ballverlust die logische Folge. Aubameyang. Ja, Tormann. Oder auch nicht. Hummels. Kagawa. Ein weiter Pass. Er sucht Aubameyang. Oh, das meine ich mit diesen Querpässen. Bist du rausgegangen, weggegangen, ne, mit deinem blauen... Ja, er hat selbst... irgendwie weggeswitcht. Er hat selbst geswitcht, ja. Wie du passen gedrückt hast. Ich wäre nämlich gerade entgegengelaufen, ne. Ja. Mach weit auf Aubameyang. Ja, mach ich. Ein weiter Pass. Er sucht Aubameyang. Ja! Ja! Das wär's gewesen. Weißt du, der war eingeschlagen, wenn der mich nicht berührt hätte. Hätte ich locker, wäre sich das ausgegangen. Schon wieder einer verletzt. Wie? Nein! Müssen wechseln, ja. Der ist schon ziemlich im Arsch. Aber ich habe ihn nicht mal gefoult, ne? Naja, also keine Ahnung, was da passiert ist. Ist zweimal schon eingegangen, der, keine Ahnung, wer es war. Hier irgendwas verändern? Nö, war es noch nicht mal. Nö, nö. Das läuft ja, ne? Also, wenn wir so weiterspielen, gehen wir in Führung. Die Dinger schon, ey. Hat jeweils immer einen Pfosten geleckt. Ich hab's nämlich gemerkt. Roller. Und ich habe jedes Mal auf Innenpfosten oder so gehofft, weißt du? Dass es nicht noch ausgeht. Oh. Schade, verdammt. Nee, was macht er denn? Na, Glück gehabt. Gündogan. Jawohl. Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Lol. Oh, was? Manchmal, da kriegst du echt einen Anfall, ey. Zurück. Wenn die das seinen Kopf nimmt, war. Ich hab mir auch gedacht, ne? Hat alle Zeit der Welt. Und passt so zurück. Oh. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Was ein Pass, oder? Nein! Jetzt verkehrt. Ja, viele kann ich von denen nicht mehr raushauen, ne? Na, was? Pfeift da ab. Ey, warum hatten der die? Ich hätte. Scheiße, ich hätte angeschnitten den Schuss machen müssen. Ja. Ich hab halt so geschossen, weil ich dachte, der geht trotzdem hinten links rein und nee, hier. Hinten rechts. Irgendwas verändern, über? Nee, nee. Ich würde sagen, so 60. gucken wir mal. Ob irgendwie in die Luft ausgeht. Schon drei Dinger jetzt, ey, Mann! Ja. Der läuft bestimmt jetzt durch. Ja, dann faulen wir ihn einfach vor. Oh, klar. Auf in die zweite Halbzeit. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Warte. Ja. Ja! Jawoll! Reingemurkst. Und kommt damit dem Aufstieg immer näher. Eine Dreier ausgespielt. Was glaubst du, wie sich der gerade ärgert, weil das ist auch schon wieder so eine Bewegung, das hat der scheiß Spieler sicher alleine gemacht, hat sicher nicht er gemacht, ja. Der Abwehrspieler. Toll. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. James Milner. Oh, das ist abseits. Nicht hin mit Reus. Jovetic. Ah. Reus. Oh. Ah, schade. Schön. Aubameyang. Mittellaufig.
Oh, der kommt noch selbst rein. Scheiße, aber bin ich ein bisschen zu sehr gesprintet. War auch zu scharf. Flanke. Ich deck Tormann, wenn du. Jawoll. Es nervt immer, dass dieser eine Mittelfeld. Ja. Jovetic. Er spielt den Ball zurück zum eigenen Keeper. Ja, oder hättest du ruhig links spielen können, immer komplette Seite offen. Kagawa. Ah, zu weit. Zu weit. Aber nicht viel. Ich gehe mit. Bender. Lol, das ist doch. Piszczek. Oh, jetzt haben wir auch noch Pech. David Silva. Ah, spielt. Abseits. Er ist einfach nur losgelaufen und zwar ins Abseits. Kann man manchmal drücken, zweiten Abwehrspieler zur Hilfe holen und wenn der kurz vom Gegner ist, kriegst du den immer und in dem Moment machst du auch die Attacke und das passt meistens vom Timing. Ja. War jetzt schon zweimal die. Nice. Ah. Aguero. Bender. Ein weiter Pass. Sieht gefährlich aus. Tja. Ja. Oh. Lieber Mann, das war ganz, ganz eng. Scheiße. Hummels. The fuck. Ja, Entschuldigung. Lol. Einwurf. Ach, scheiße. Da haben wir noch Glück gehabt, ne? James Milner. Reus. Gündogan. Kagawa. Boah. Alter, hast du gesehen, wie die Flanke, ey? Die ja. Ich hab nur mal, ich hab dann nur mal einen Reißhut aufsteigen sehen, im 16er. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Mkhitaryan. Schön. Und schieß. Sofort abgezogen und... Ah, danke. Nein! Was? Warum schießt denn der nicht? Ich hab schon die Hände in der Höhe gehabt, ne? Ja. Jovetic. Reicht das? Lol. Boah, Glück gehabt. Was war denn jetzt mit dem Abwehrspieler los? Ich habe passend gedrückt nach oben. Der lässt den Ball einfach durchglitschen. Ah, ist das hier ganz schön. Jetzt ein weiter Pass für Sergio Aguero. Was? Was? The fuck, warum spielt der? Braucht eine Stunde, bis er den Scheiß. Scheiße. Ja. Abseits. Nein? Ach nee, der hat er nach innen. Scheiße. Ja. Ja, meiner. Der geht auf meine Kappe. Ja, ja. Scheiß, Sokrates hat gerade 10 Minuten gebraucht, den Scheiß wegzuhauen. Boah. Kann nicht Hallo, sein. Los, drücken. Na, ich drück. Ja, das sind die Penner, ey. Das sind dann die Wichser, die sich das ganze Scheiß angucken. Warum auch immer. Lol. Man gibt gelb, sonst hat er gleich gepfiffen, kein Vorteil. Ja. Wenn überhaupt? Ja, gelb. Wollte schon sagen. Ja, muss ich machen. Bleib mit Kagawa vorne, geh du mit ihm zurück. Ja. Lol, hat sich Spieler getauscht. Leck mal den hier, der steht hier. Mhm. Ah, hat er auch. Bei mir jetzt gerade geleckt.
Also so netzmäßig. Und das sieht hier ganz einfach aus, wie er da am Verteidiger vorbeizieht. Und Achtung, der könnte passen. Los, los. Oh, shit. Gibt's noch mal Druck. Sie wollen unbedingt in Führung gehen. Der Wille ist zu spüren und man merkt, sie brauchen das Tor. Und das war ganz, ganz knapp. Ja, nicht nur auf der Linie rumhampeln und rumspringen, auch mal rauslaufen und sich den Ball holen. Ja, das ist der moderne Fußball. Das ist genau das, was der Trainer vom guten Keeper verlangt. Mitspielen und damit gleich die Konter einleiten. Und so wichtig kann ein Torhüter sein. Das wissen wir. Nein, so lang, obwohl ich nur getippt habe. Ja, gut. Ein entscheidender Eckball werden, so kurz vor Schluss. Nochmal das Tor von vorhin zum Genießen. Mal gucken, was die Wiederholung so hergibt. Schade. Wie ist so weit reingedrückt? Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Abseits. Was schon sagen, ey. Wieder von denen Spieler oder von uns? Nee, von denen, glaube ich. Ja, Robert Hitsch. Ja, ist er jetzt kein Foul oder was? Er hindert mich dran, am Ball zu kommen. Marco Reus. Kaga. Ein weiter Pass. Herrlich gemacht. Ja. Ja. Sehr nice. Jetzt müssen wir aufpassen, ey. Ja. Ist ja wieder 35 Minuten Nachspielzeit. Ja. Jetzt drück ich auch nicht, ne? Penner. Bam. Müssen wir echt. Wir wechseln. Stopps, wir wechseln. Geht noch, wenn man Ball. Ah. Bam, ey, Schwein gehabt. Aber haben wir eigentlich verdient, ey. Verdient.